Bereits als der allererste Teaser zu Godzilla and Kong oder Godzilla X Kong erschienen ist, haben wir uns ja mehr oder weniger alle gefragt, was es jetzt mit diesem neuen Antagonisten auf sich hat. Ja, Scar King, den Namen kannten wir damals noch nicht, ist der große Bösewicht im kommenden Godzilla and Kong Film. Und die Frage steht immer noch im Raum, was kann dieser Kaiju eigentlich? Warum ist er so mächtig? Warum sollte es dieser Affe mit Kong und Godzilla aufnehmen können? Also eine Bedrohung für beide sein können. Genau mit dieser Frage beschäftigen wir uns jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Okay, bevor wir jetzt anfangen, will ich eines vorweg klarstellen. Wir lassen Shimo einmal komplett aus der Gleichung raus, denn ja, Shimo wird in irgendeiner Art und Weise mit in das Geschehen und in den Kampf aus Godzilla and Kong mit involviert werden. Allerdings will ich hier darauf eingehen, was denn wirklich Scar King auch alleine von sich aus für eine Bedrohung für Godzilla und Kong darstellen könnte. Und da müssen wir auf zweierlei Sachen einmal genau draufschauen. Zum einen eben das Alter. Scar King scheint nämlich, laut ersten Gerüchten, gar nicht mal so viel jünger als ein Shimo selber zu sein. Ja, Shimo, das haben wir schon mal gehabt, das Thema, ist der erste und somit auch der älteste Kaiju im gesamten Monsterverse. Scar King selber wird natürlich dann logischerweise auch nach Shimo erst geboren oder geschaffen worden sein, soll allerdings laut diesen Gerüchten zumindest um einige tausend Jahre älter sein als ein Godzilla und eben auch ein Kong. Deswegen geht man ja auch davon aus, dass ein Scar King selber sogar in den Krieg der Kongs gegen die Godzillas involviert gewesen ist, auf die ein oder andere Art und Weise. In der Welt des Monsterverse wissen wir, dass je älter so ein Kaiju ist, umso mächtiger wird er auch. Das sehen wir ja zum Beispiel einmal an Kong, wenn wir uns überlegen, dass Kong in Skull Island selber ja noch wirklich, naja, damit zu kämpfen hatte, einen Skullcrawler zu besiegen und es dann aber Jahre später mit einem Godzilla aufnehmen kann, können wir ganz klar sehen, dass Kong zum einen wesentlich größer geworden ist und ja, Kong ist in Godzilla vs. Kong größer als in Kong Skull Island, weil er eben gealtert ist und eben gewachsen ist und das Ganze ist auch jetzt nochmal passiert in dem Zeitraum zwischen Godzilla vs. Kong und Godzilla and Kong. Auch hier ist Kong noch einmal gewachsen, aus diesem Grund sind die beiden auch hier wieder gleich groß. Und ja, auch ein Kong konnte es eben dann mit Godzilla aufnehmen und kleiner Spoiler zu Godzilla vs. Kong. Kong hat den Kampf verloren. Er war sogar für kurze Zeit mehr oder weniger tot oder zumindest fast tot und musste ja daraufhin mit diesem Elektrostoß wiederbelebt werden. Trotz allem konnte er dann doch wesentlich besser mit einem Godzilla mithalten. Das hätte der Kong aus Skull Island nie im Leben geschafft. Ein Scar King nun also, der noch wesentlich älter als Kong ist, könnte hier alleine von seinem physischen Auftreten her eine enorme Gefahr für Godzilla und Kong werden. Und ja, auch gerade für einen Godzilla. Ich meine, Godzilla ist von seiner Kraft her um einiges mächtiger als Kong selber, was natürlich auch an seinen verschiedenen Fähigkeiten liegt. Aber ein Scar King selber könnte hier genau das machen, was ich persönlich auch gedacht habe, was in Godzilla vs. Kong passieren könnte, dass dieser Affe eben den gewaltigen Vorteil ausnutzt und wesentlich agiler ist, während er zugleich auch von der reinen Körperkraft her noch einmal wesentlich mächtiger ist als Kong und eben auch ein Godzilla. Das Scar King um einiges größer ist als die beiden, hat uns ein Spielzeugset verraten, was ich euch hier gerade mal einblenden will. Und da sehen wir jetzt sogar einen relativ eindeutig sichtbaren Unterschied zwischen Scar King und eben den beiden Kaijus. Das heißt ja, die bloße Kraft, die reine physische Energie dieses Tieres könnte bereits mächtiger sein als Godzilla und Kong selber. Noch dazu wissen wir ja, dass Scar King ebenfalls diese Peitsche besitzt. Darüber werde ich auch noch ein Video machen, was diese Peitsche jetzt wirklich im Endeffekt alles kann oder wo diese Fähigkeit auch herkommt. Auf jeden Fall wissen wir, dass diese Peitsche unter anderem dazu in der Lage ist, Kaiju zu kontrollieren. Deswegen gehen ja auch die Gerüchte davon aus, dass Scar King es im Film schaffen wird, Shimo zu kontrollieren. Ob das wirklich so ist, das steht erstmal noch in den Sternen, bis wir den Film dann wirklich auch im Kino sehen können. Aber die Peitsche hat eben die Fähigkeit dazu, Kaiju zu kontrollieren. Das bedeutet ebenfalls hier hat nun also ein Scar King, der größer und stärker ist als Godzilla und Kong, auch noch eine Waffe. Was es jetzt mit dem Handschuh von Kong selber auf sich hat oder auch eben die neue Variante, die wir ja von Godzilla sehen, der übrigens jetzt wohl laut offiziellen Spielzeug-Leaks dann doch wohl so aussehen soll. Ja, also so viel zum Thema Woke. Nee, er sieht halt wirklich einfach aus wie Godzilla Millennium. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, dass Scar King auch mit seiner reinen Körperkraft, mit seiner Schnelligkeit durch sein Alter
da schon stärker ist als die anderen beiden und nun auch noch eine Waffe besitzt, mit welcher er möglicherweise den Geist der Kaiju kontrollieren kann. Das heißt, ein Scar King hat alleine durch sich selbst schon eine unfassbar mächtige Präsenz, die einfach eine enorme Gefahr darstellt. Und naja, jetzt kommen wir dann doch nochmal zu Shimo zurück. Sollte er es wirklich schaffen, diesen Kaiju, den Vater der Kaijus, den allerersten und mächtigsten Kaiju im Monsterverse zu kontrollieren, könnte er nahezu unaufhaltbar werden. Also kurz und knapp gesagt, Scar King könnte mitunter der interessanteste Gegner werden, den wir im gesamten Monsterverse jemals hatten. Ich meine, nehmen wir uns auch nochmal ganz kurz diese Szene hier, in der wir ja sehen, wie Kong scheinbar aus der Hollow Earth versucht zu flüchten. Oder zumindest scheint Kong hier vor etwas zu flüchten. Im Trailer sehen wir kurz vorher auch, wie Scar King hier bei einer ganzen Gruppe von Kongs auftaucht. Und da in der Ecke sehen wir auch unseren Kong, unseren künftigen King Kong stehen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass hier bereits ein Kampf zwischen Kong und Scar King passiert, den Kong allerdings dann verliert. Wir sehen ja dann eben, wie gesagt, diese Fluchtszene auch. Scar King könnte allerdings dann einen Kong letztendlich auch einfangen, ihm den Arm brechen oder irgendetwas mit seinem Arm machen, was ihn dann eben auch verletzt, was dann auch dazu führt, dass die Menschen für Kong eben diese Armstütze bauen. Es gibt erste Gerüchte, dass das auch irgendwie etwas mit einer Blitzfähigkeit zu tun haben soll, dass Kong wahrscheinlich Blitze schießen soll. Da glaube ich aber nicht dran, denn ich meine auch mal gelesen zu haben, dass es sich bei diesem Handschuh hier zwar um einen Metallhandschuh handelt, das heißt, er kann damit auch wirklich Fäuste austeilen, aber im Endeffekt ist dieses Gerät dafür da, um eben Kongs Arm zu stützen, da er eben verletzt wurde. Und wenn das eben stimmt, hat Scar King hier bereits schon unseren Kong, naja, scheinbar relativ schnell ausgeschaltet. Schneller als sogar ein Godzilla einen Kong ausschalten konnte. Das heißt, Scar Kings Macht ist eigentlich, ja, steht eigentlich nicht mehr in den Sternen, ist eigentlich vollkommen klar. Und ja, ich bin davon fest überzeugt, dass hier wirklich so ein Bösewicht dahinter steckt. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu Scar King? Kannst du das Ganze nachvollziehen? Glaubst du auch, ja, das wird ziemlich heftig werden, was dieser Affe letztendlich wirklich drauf haben wird? Oder denkst du dir, na, nee, wahrscheinlich ist der ohne die Kontrolle eines anderen Kaiju gar nicht mal so mächtig? Schreib es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.